Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns diesen leckeren Erdbeerkuchen und wenn ihr sehen wollt, wie ich den mache, dann bleibt dran. Für den Mohnboden vom Erdbeerkuchen verwende ich 125 Gramm Butter, 125 Gramm Zucker, 190 Gramm Mehl, 30 Gramm Mohn, 2 Eier, 1 Esslöffel Milch, 1 Vanillezucker und 1 Teelöffel Backpulver. Dann habe ich hier ca. 800 Gramm Erdbeeren und einen Tortenguss. Und für den Pudding verwende ich einfach ein Päckchen Puddingpulver und 50 Gramm Zucker und 350 Milliliter Milch. Und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. So, für den Kuchenboden nehme ich als erstes die Butter. Ihr könnt auch Margarine nehmen. Und den Zucker. Und den Vanillezucker tue ich auch gleich schon rein. Das rühre ich jetzt erstmal cremig. So, ich habe das jetzt so ein bisschen cremig geschlagen und jetzt kommen einzeln die Eier dazu. So, das ist jetzt schön cremig geworden und jetzt siebe ich das Backpulver mit dem Mehl zusammen da rein. Und ich gebe auch schon gleich den Mohn und den einen Esslöffel Milch dazu. So, und fertig ist der Teig für den Kuchenboden und den werde ich jetzt in eine Springform füllen. Ich verwende eine 28er Springform. Die Springform habe ich mit Butter eingefettet und da kommt jetzt der Teig rein. So, der Teig ist jetzt in der Springform und kann in den Backofen. Den Backofen hatte ich vorgeheizt auf 170 Grad Umluft und da wird der Kuchen zwischen 18 und 20 Minuten backen. Im Anschluss sage ich euch die genaue Zeit. Der Kuchenboden ist jetzt aus dem Backofen raus. Ich habe ihn genau 18 Minuten gebacken und ich lasse ihn jetzt komplett in der Kuchenform auskühlen. Während der Kuchen hier abkühlt, mache ich schon mal den Pudding. Ich nehme dazu 350 Milliliter Milch, den Zucker, das waren 50 Gramm, und ein Päckchen Vanillepuddingpulver. Das rühre ich jetzt um, bis es klümpchenfrei ist und dann lasse ich es aufkochen. So, der Pudding ist jetzt fertig und ich gieße ihn auch direkt auf den Kuchenboden. Ich lasse den Pudding jetzt auf dem Kuchenboden so 5 Minuten abkühlen und dann werde ich die Erdbeeren drauf verteilen. So, der Tortenguss ist jetzt fertig, der ist aufgekocht. Ich möchte noch mal kurz korrigieren, ich habe im Nachhinein noch eine zweite Packung Tortenguss genommen mit insgesamt also 500 Milliliter Wasser, weil mir 250 dann doch zu wenig vorkam. Also 2 Päckchen Tortenguss und dementsprechend 4 Löffel Zucker und 500 Milliliter Wasser. So, der Guss ist jetzt auch fertig. Ich lasse das jetzt komplett auskühlen und zwar über Nacht. Und morgen früh schneide ich dann den Kuchen an und dann zeige ich euch, wie der von innen aussieht. So, guten Morgen. Jetzt ist eine Nacht vergangen und den Kuchen, den werde ich jetzt anschneiden. Der ist jetzt schön kalt geworden. Der Erdbeerkuchen ist jetzt fertig und ihr habt ja gesehen, ich habe ihn angeschnitten, er ist schön fest geworden. Ich kann ihn nur empfehlen, es ist wirklich ein sehr leckerer Kuchenboden und der Mohn gibt nochmal so einen extra leckeren Geschmack. Probiert es unbedingt mal aus.
Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.